Normalerweise ist Transaktionsanalyse analytisch, trocken und geht nur an das gesprochene Wort und sehr, sehr sachlich. Aber mit einem Augenzwinkern möchte ich mal ein bisschen mehr in der Praxis sein und eine neue Unterlinie führen. Transaktionsanalyse in der Praxis. Und wir fangen jetzt mal mit etwas Lustigerem an, und zwar, wie ist ein Witz eigentlich aufgebaut? Wir haben in einem anderen Tutorial 2.1 über die Strukturierung der Zeit ein wenig gelernt. Die Strukturierung der Zeit in der Transaktionsanalyse dient einem sehr sachlichen Hintergedankengang. Und zwar, viele der Menschen haben ein Problem, mit sich selber alleine zu sein. Also strukturiert man sich die Zeit. Da haben wir das Ritual, die Abkopplung, den Zeitvertreib, die Arbeit als solches, die Intimität und nicht zuletzt das große Thema Spiele. Spiele der Erwachsenen nach Eric Byrne. Und da gehen wir jetzt mal mit einem Augenzwinkern hin, weil das große Thema Witze fällt unter das Thema Spiele. Wenn wir uns daran erinnern, in dem Tutorial 2.1, was wir als 5-Schritt besprochen haben bei Spielen, das trifft 1:1 auf fast alle Witze zu. Was war der 5-Schritt bei dem Spiel? Da legt jemand einen Köder. Der hakt bei einer Erwartungshaltung des Gegenübers ein. Dann Person A, die den Köder gelegt hat, macht einen Rollenwechsel. Person 2 hat Verwirrung. Beide erreichen einen Lohn. Das ist der 5-Schritt. Köder, Rollenwechsel, Verwirrung, Lohn. Nehme einen Witz, den ich heute gelesen habe. Zwei Betrunkene stehen auf dem Balkon. Einer fällt runter. Der oben steht, ruft runter: Hast du was gebrochen? Der untenliegende sagt: Nur Kartoffelsalat. Was ist jetzt der Witz? Erstens, der 5-Schritt in dem Witz ist, er legt einen Köder. Er legt etwas ganz alltäglich. Zwei Betrunkene auf dem Balkon. Einer fällt runter. Der andere ruft: Hast du was gebrochen? Bei der Person, die den Witz liest oder hört, kommt sofort das Bild: Der muss sich einen Fuß, sonst was alles gebrochen haben. Jetzt kommt ein Rollenwechsel. Nur Kartoffelsalat. Kurz mal in Verwirrung: Was soll Kartoffelsalat? Und wenn man das versteht, diese Verwirrung bewirkt eine grundsätzliche Spannung bei der Person 2, die es also hört oder den Witz liest. Und wenn die Spannung loslässt, weil das den Witz dann verstanden hat, dann kommt der Lacher. Das ist der Lohn für den Witzeleser, aber der Lacher ist auch gleichzeitig der Lohn für den Witzeerzähler. Dieser 5-Schritt verfolgt uns in fast allen Witzen. Ich hatte schon mal den Witz gebracht, ich glaube auch in 2.1 in dem Tutorial. Wenn ich mal sterbe, möchte ich so sterben wie mein Großvater, der sanft entschlafen ist, in aller Ruhe hat das Leben losgelassen und nicht so wie derjenige, der sich an das Leben so krampfhaft festhält und nur am Schreien ist, wie zum Beispiel sein Beifahrer. Köder, Großvater, in Ruhe, sanft eingeschlafen, sofort kommt das Bild auf, man hakt ein, jetzt kommt der Rollenwechsel, man sagt wieder Beifahrer, ganz kurz um meine Verwirrung, Spannung steigt. Spannung löst sich, wenn man den Witz verstanden hat. Das kann sofort sein, kann auch ein bisschen länger dauern. Aber dann ist das Befreiende von der Spannung, ist dann der Lacher. Lohn haben beide. Köder, einhaken, Verwirrung, also Rollenwechsel, dann Verwirrung und dann der Lohn für beide. So sind praktisch alle Witze aufgebaut. Transaktionsanalyse ist was ganz Feines. Das in der Praxis mal zu genießen. Ich hoffe, dass Sie noch die weiteren Tutorials anschauen, Transaktionsanalyse in der Praxis, weil es macht viel, viel Freude. Es ist nicht einfach nur stures Pauken, stures sachliches Lernen von Transaktionsanalyse. Man muss sich nicht immer mit Problemen, mit Pathologie auseinandersetzen, sondern im zwischenmenschlichen Leben ist so viel Augenzwinkern drin. Es macht Freude, das dem einmal auf den Grund zu gehen. Ich würde mich freuen für einen Daumen rauf, für einen Like, für ein Abonnement. Und wenn Sie selber Witze haben, wenn Sie selber Dinge aus dem täglichen Leben haben, wo Sie sagen, lass uns das mal mit der Transaktionsanalyse besprechen. Ich freue mich auf Ihre Kommentare. Alles Gute, einen schönen Tag noch.